Servus, wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es heute um den doofen Jonas. Den Dow Jones Industrial und der ist jetzt 2 Wochen lang, haben wir da nicht mehr drauf geschaut und ich finde, das kann man ruhig mal wieder machen. Was macht der Freund? Ich habe einfach mal die Fibos angelegt, das ist also die große Bewegung hier und wir sind um das 50er Retracement von dieser ganz großen Bewegung hier. 23.876. Im Moment handeln wir, es ist, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Wir haben 16.24 Uhr und wir handeln bei 24.062. Das wird sich bestimmt noch ändern heute, aber einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Wir haben hier oben die 200-Tage-Linie bei 26.520. Auffallend. Auf den ersten Blick sind die Bänder recht eng. Schaut mal hier, hier waren es, ich glaube, 11.000 Punkte. Das habe ich also so auch noch nicht gesehen in der Spitze. Und momentan sind wir ganz grob bei 1.000, etwas unter 1.900. Also die gehen natürlich fett zusammen. Das heißt, die Volatilität kommt runter. Wir haben hier eine sehr schöne Seitwärtsbewegung seit dem 6.4. Da sind wir von 22.533 hoch bis zur, naja, nicht ganz, 25, na doch, warte mal, wo ist denn das? 25.000 hier, da. Also etwas drunter. Schöne Seitwärtsbewegung. Ja. Deswegen kommen die Bänder runter. Die Bänder sind so klasse für Leute, die in VDAX handeln wollen, die Volatilität handeln wollen, die Optionen schreiben wollen. Gibt es immer wieder, ja, das ist eine der Erfolgsstrategien von Warren Buffett, dass halt irgendwann gesagt hat, so die Volatilität ist so hoch, ich verkaufe Puts. Und wenn ich Puts verkaufe, dann werden mir die Aktien angedient. Und das zu einer Prämie, die er vorher vereinnahmt hat, dann kriegt er die Aktien deutlich günstiger. So, das ist aber schon angewandte Optionstheorie, damit wir sie jetzt gar nicht langweilen. Die Bänder sind also relativ eng. Wir handeln zwischen oder um die 10- und 20-Tage-Linie herum. Von dem ganzen Bild hier sieht die ganze Geschichte sehr neutral aus. Das MACD, ja, wir haben heute den Tag noch nicht fertig, aber es hat den zweiten, das zweite Histogrammbalken schon etwas tiefer, also leicht negativ. Die Stochastik ist negativ auf einem völlig neutralen Terrain. Also ich kann von hier nicht viel abwerten, da würde ich sagen, 50-50 Chance. Also wo kriege ich jetzt noch ein paar Informationen her? Und dafür habe ich ja den Chart an sich. Und das sieht bei mir so aus, dass wir hier diesen kleinen Doji, und das ist ein definitiver Doji, das heißt, wenn wir den mit Schlusskurs überbieten, und ups, da ist das High, ist bei 24.750, würde der Markt positiv werden. Denn dieser Doji hat doch schon fast dieses Gap hier geschlossen. Dann wäre hier das nächste. Das wäre hier oben bei 25.825. Diese Kerze hier. Das heißt, über diesen Punkt wird bei mir der Markt positiv. Und das war nochmal das High, 24.750. Negativ würde er bei mir unter diesem Punkt hier. Und das ist 22.926. Jetzt schauen wir uns mal Optionen an, die da vielleicht mitspielen können. Ich glaube nicht, dass man momentan irgendwas machen muss. Der soll sich hier mal ein bisschen austoben und gucken, was er macht. Da muss ich dabei sein. Für den Long. Also ich hatte eben hier gesagt, 22.926 ist gefährlich. Deswegen habe ich ein ganz heißes Teil. Das ist die 22.918. Das ist ein 21er Hebel Open End. Momentan notieren die Open End Produkte insgesamt deutlich günstiger als die zeitlich limitierten. Also deutlich, nicht nur ein wenig, sondern deutlich. Fangen Sie gar nicht mit irgendwelchen zeitlich limitierten Produkten an bei der K.O.-Seite. Nehmen Sie die Open Ends. 22.918 und das ist die Kennnummer von Goldman Sachs, GC2L62. Das ist der Call, den Sie in Betracht ziehen könnten, wenn dieser Punkt hier überboten ist. Ja, also das High nochmal bei 24.750. Gucken wir mal nach einem Short. Der Short sollte dann greifen, wenn dieser Punkt hier unterboten wurde. Und das ist 22.926. Und dann nehme ich sowas hier. Das ist ein 25.067er. Das ist ein 23er Hebel, ebenfalls unlimitiert, liegt also hier hinter. Hinter diesem letzten High. Da muss der Stopp liegen. Der ist gedacht für den Fall, dass wir also eben hier diese 22.926 unterbieten. Wir reden hier von einem 23er Hebel mit der Kennnummer GC0B51.
GC0B51, das ist die Geschichte für den Fall, dass der Markt teilt. Ich glaube, er ist momentan ziemlich neutral. Die Leute haben, die hätten mal gerne wieder so ein bisschen so Chill-Modus. Eher mal ein bisschen ruhiger. Gut, können Sie haben. Deutet momentan einiges darauf hin, dass die Bänder sich weiter reduzieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und bleibt gesund. Baba.